Russlands Regierung mit harten Sanktionen zum Einlenken bringen. Das ist das erklärte Ziel des Westens. Ob teilweise Ausschluss aus dem Zahlungssystem SWIFT oder das Einfrieren von Vermögen im Ausland. Es sind gravierende Maßnahmen, die der Westen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine beschlossen hat. Und die zeigen auch Wirkung. So brach der Kurs des Rubel zu Beginn der Sanktionen um etwa ein Viertel ein. Heute ein ganz anderer Anblick. Der Kurs legte nämlich um 15% zu. Der Hintergrund: Russland will für künftige Gaslieferungen an den Westen als Zahlungsmittel nur noch den Rubel und nicht wie bisher US-Dollar und Euro akzeptieren. Was das bedeutet und welche Folgen drohen? Dazu eine Einschätzung von Anja Kohl. Es ist die erste große Gegensanktion Putins, ein Frontalangriff auf den Westen, insbesondere auf Deutschland. Putin testet, wie weit der Westen, dessen Einheit bei den Sanktionen bröckelt, tatsächlich bereit ist zu gehen. Ganz konkret könnte die Maßnahme die angeschlagene russische Wirtschaft und den Rubel stützen, denn mit Rubel aus dem Westen kann Putin den Lohn für seine Soldaten bezahlen, Geldautomaten, an denen Abhebungen begrenzt wurden, wieder füllen und die hohe Inflation im Land bekämpfen. Lässt sich der Westen darauf ein, unterläuft er die Isolation der russischen Zentralbank, heißt seine schlagkräftigste Sanktion. Denn über die Zentralbank müssten Dollar und Euro in Rubel getauscht werden. Zahlt der Westen nicht, hat Putin einen Grund, den Gashahn zuzudrehen. Es schürt die Nervosität und es drohen nun noch höhere Gaspreise.